Ja, ihr Lieben, es geht weiter mit Gothic 3 Enhanced Edition. Die Liste haben wir ihm wiedergegeben und als Dank wollte er uns aus Mulholm. Na, hat nicht funktioniert. Aber damit haben wir ja rechnen können. Okay. Würdest du Stärke, Schwertmeister. Könnte ich alles machen, theoretisch, aber. Am besten du erledigst das selbst. Montera. Pacht. Ich weiß, Mann, ich weiß. Am besten du erledigst das selbst. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Und es kommt noch schlimmer. Ich weiß, Mann, ich weiß. Keine Ahnung, ob ich das bis zum Ende machen kann. Am besten du hältst dich da raus. Jetzt mit allen schon geredet? Mach hier nicht noch mehr Ärger. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Mach, du hast mach doch ich, sicher mach noch, nicht was noch zu mehr erledigen. Ärger. Deinen Kram. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Du hast. Lass mich mach in Ruhe. Nicht, hast du nichts zu tun? Ich will keinen Ärger haben. Das ist mein Sklave jetzt. Mach, du, lass mich mach in Ruhe. Hier nicht noch lass mehr mich Ärger. In Ruhe. Und trotzdem heißt er Dan Sklave. Mach hier nicht lass noch mich. Mehr Ärger. Irgendeiner fehlt mir hier noch. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Halt! Keinen Schritt weiter! Lässt du mich in die Burg? Ja, aber benenn dich. Die Jungs da drin trainieren und lassen sich nur ungern dabei stören. Verstehe. Dann bleibt dir nur eine Wahl. Hey du! Wo willst du hin? Ich sehe mich hier ein bisschen um. Umsehen kannst du dich im Sklavenviertel, Bürschchen. Entweder du übst dich hier in den Waffen oder du verschwindest gleich wieder. Hier wird angepackt, verstanden? Geh mir jetzt nicht auch noch auf die Nerven. Du redest hier mit einem Feldherrn der Orks. Du hältst dich wohl für sehr stark, was? Ich wette, du hattest noch nie einen wirklich gefährlichen Auftrag. Na schön, was kann ich für dich tun? Einer meiner Leute drückt sich vor der Arbeit. Es ist ein starker Krieger. Doch ruht er sich auf den Auszeichnungen aus, die ihm im Krieg verliehen wurden. Aber solange die Rebellen uns immer noch bedrängen, gibt es keinen Grund nachzulassen. Ich bringe den Ork-Krieger an den Burghof zur Arbeit. Dann bin ich ja mal gespannt. Sein Name ist Folek. Er hat sich irgendwo in der Burg versteckt. Mach dich nützlich. Ach, das krieg ich hin, denke ich. Das ist meine Meinung dazu. Aber vorher speichere ich. Ja, und ich weiß immer noch nicht, wer der letzte Söldner ist, den ich irgendwie auf seine Loyalität hin überprüfen muss. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Nehme ich alles mit. Ist ja wirklich gar keiner, der mich daran hindern wollen würde. Halt! Du wirst ja als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du wagst es, mich zu bestehlen, Mora! Ich hab dich nicht bestohlen. Ja. Das ist das Problem. Ich werde als Dieb gesucht. Und dann greifen mich alle an. Ich glaube, ich muss da rausschleichen. Sonst erkennen sie mich als Dieb oder ich weiß es nicht. Ist ja sehen. Verschwind, worauf wartest du dann noch?
Mach hier nicht noch mehr Ärger! Ja, jedes Mal was anderes drin. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du ehrloser Dieb! Ich glaube, weglaufen und schlafen hilft. Ach, was ist das denn? Sei gegrüßt, Fremder. Warum kommst du zu mir? Das weiß ich auch noch nicht. Wer bist du? Mein Name ist Sobota. Ich habe die ehrenwerte Aufgabe, für den Fortbestand der Sklaven in dieser Stadt zu sorgen. Brauchst du Hilfe? Hilfe ist immer vonnöten für jemanden wie mich in dieser Stadt. In der Regel sind alle guten Kämpfer hier nur Schoßhündchen von diesem Marik. Keiner hat den Mut, auf eigene Faust zu arbeiten. Wie ist es bei dir, Fremder? Marik ist nicht gerade dein Freund. Kann man nicht behaupten. Aber bei der Übermacht der Söldner in dieser Stadt arrangiert man sich besser oder man ist tot. Was brauchst du? Trotz meiner gestochen scharfen Aufmerksamkeit sind mir 2 Sklaven entwischt. Ich hätte sie gerne zurück. Ich gehe davon aus, dass es für einen starken Kämpfer wie dich kein Problem darstellt. Du brauchst einen Mann mit Kampfkraft, um einen ausgemergelten Sklaven zurückzubringen? Naja, der Fall ist etwas komplexer. Marik hat mir einen Sklaven einfach unterm Hintern weggepfändet und einem seiner Leute überlassen. Ich wusste, es gibt einen Haken. Der Kerl, dem mein Sklave nun gehört, heißt Dan. Er ist Gladiator in der Arena. Verstehe. Erzähl mir mehr über deine verlorenen Sklaven. Einer meiner Sklaven arbeitet nun für den Orkschmied Torek. Marik hat ihn bei dem dicken Ork für den Putzdienst eingeteilt. Er ist mein Eigentum und ich will ihn zurück. Hast du zu viel Zeit? Okay. Am besten, du hältst dich da raus. Ich geh mal eben kurz hier schlafen. Dann sollte nämlich zumindest das Liebesproblem erledigt sein. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht! Vergessen wir die Sache. Nein, du diebischer kleiner Marra! Bleib stehen, Marra! Nervig. Ich fand ihn auf 500 Gold verloren. Ich denk darüber nach. Irgendwann ist auch das vorbei. Der letzte Scheiß. Wenn er so weitermacht, wird das nie mehr. Ich denk darüber nach. Ah. So. Du arbeitest jetzt wieder für Sobota. Auch gut. Ich bring dich weg. Gut. Hey, bleib stehen, du Mistkerl! Was fällt dir ein, meinen Sklaven einfach mitzunehmen? Ich nehme mir einfach, was ich will. Na, das wollen wir doch mal sehen! Jetzt gehörst du mir! Na, ich hoffe mal gucken, ob das funktioniert. Hat funktioniert. Zumindest hat der Mistkerl Gold dabei. Hat sich der Sklave das Gold geklaut? Ich fass es nicht.
Hör bloß auf mit der Scheiße. Das hätte ich dir vorher sagen können. Kann dir doch egal sein. Er hat Probleme, mir zu folgen. Das will ich weiß nicht von selbst. Kümmer dich besser um deinen Kram. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Torex-Sklave arbeitet wieder für dich. Sehr gut, Fremde. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Deinen Lohn erhältst du auch sofort. 1000 Gold. Ja, ist ja nur halb so schlimm, dass ich vorher 500 Gold verloren habe. Das ist Bestechung. Bestechung funktioniert halt einfach auch nicht. Was man so rum erzählt. Ich weiß, Mann, ich weiß. Du arbeitest wieder für Sobota. Wenn du das sagst. Ich bring dich weg. Gut. Das gibt doch nur wieder Ärger. Die sind ja immer leichtgläubig. Klar, warum nicht? Du arbeitest wieder für bla bla bla. Gut, wenn du das sagst. Ich folge dir. Bis ans Ende der Welt. So ausgemergelt sehen sie übrigens nicht aus. Der Sklave des Gladiators Dan ist wieder dein Eigentum. Du bist gut. Hab nicht einen Moment daran gezweifelt. Hier dein Lohn. Ich muss nachdenken. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Dafür speichere ich jetzt erstmal wieder. Ich habe noch keine Ahnung, wer der Spitzel hier ist. Keinen blassen Schimmer. Wir werden es ja sehen. Es war Karns Wille. Also muss es geschehen. Wir werden es ja sehen. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Als ob wir nicht schon genug Maß hätten. Frage ist auch, wo ist der faule Ork? Ich wette da oben. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ja. Hat er sich ein schönes Plätzchen ausgesucht. Zum Siesta machen. Runter von meinem Turm! Hast du den Turm gepachtet? Eine dicke Lippe kannst du bei den Pfeifen in der Arena riskieren. Ich zieh dir das Fell über die Ohren, wenn du nicht verschwindest. Hier sind wir unter uns. Zeig mal, was du drauf hast. Na schön, du hast es ja so gewollt. Niemand besiegt mich, Morra. Das war's mit dir. Hat aber hier oben eine schöne Position gehabt. Ein schönes Lagerfeuer. Nee, da ist nichts. Komm, steh wieder auf, Junge. Meine Knochen. Na gut, du hast mich umgehauen. Was heißt das schon? Du wirst schon gesucht. Du sollst in den Burghof kommen. Und was, wenn nicht? Dann hau ich dir nochmal einen aufs Maul. Geh runter an den Burghof zu den anderen, sonst mache ich dir Beine. Ich gehe. Aber ab jetzt lässt du mich in Ruhe, klar? Ruf bei den Orks. Brauche ich eigentlich nicht, aber... So eine Quest, die nicht gleichzeitig negativen Ruf bei den Rebellen zur Folge hat, mache ich doch gerne. Wir werden es ja sehen, statt zu reden. Vollek wird ab jetzt im Burghof zum Dienst erscheinen. Sieh mal einer an. Vollek ist eine harte Nuss. Nicht schlecht für einen Morra. Ganz und gar nicht.
Jemanden wie dich können wir hier gut gebrauchen. Wenn du willst, kannst du bei mir noch etwas trainieren. Wir sollten ich da nicht hier würdest du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Schwertmeister, großen Waffen. Das ist meine Meinung dazu. Das ist eben so. Ich weiß, was du willst. Gibt da noch ein anderes Problem? Elite-Krieger. Elite-Krieger, Krieger. Krieger. Es gibt schlechte Nachrichten. Irgendein Morrer greift unsere Städte an. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Noch so einer von der Sorte. Wer zum Teufel hat dich hier reingelassen? Dein Anblick erzürnt mich, Morra. Was ist dein Problem? Dein feiges Volk hat mir bisher nur Ärger bereitet. Die Rebellen des Königs verstecken sich in Höhlen und Wäldern, kämpfen vornehmlich aus dem Hinterhalt. Jedem offenen Kampf gehen sie aus dem Weg. Unzählige Männer deines Volkes kämpfen und arbeiten für unsere Sache. Als Söldner kämpft ihr in unseren Arenen und unterjocht euer eigenes Volk. Ich kann das nur zutiefst verachten. Gar nicht mal so unwahre Worte. Liebe Leute, ich mache hier dennoch erstmal einen... Waffe weg, Mara! Mach, dass du wegkommst! Einen kleinen Cut. Wir hören uns morgen wieder, dann geht's weiter mit Gothic 3. Bis dahin, ciao, Kakao.